Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zum Start von unserem brandneuen Kurs Krisenpower. Was habe ich heute Abend mit euch vor? Ich möchte euch gern einen vielleicht erstmal verrückt klingenden Blick auf die Krisen deines Lebens zeigen. Nicht nur die Krise, die sehr wahrscheinlich uns alle gerade bewegt, sondern wirklich alle deine Krisen. Ich möchte dir ein Mindset vorstellen, eine Fähigkeit deines Geistes, Krisen nicht als eine Gefahr zu betrachten, nicht in die Defensive zu gehen, nicht einzuknicken, sondern im Gegenteil direkt in der Krise wieder ins Licht zu gehen, die Chance darin zu sehen. Und am Schluss gibt es eine geführte Meditation, mit der ich dich dazu einlade, das, was jetzt gerade da ist in deinem Leben, voll anzunehmen. Denn eine deiner wichtigsten Qualitäten ist deine Fähigkeit, wirklich hier zu sein. Das heißt, das Leben direkt zu konfrontieren, nicht davon wegzurennen, es nicht zu bekämpfen, sondern total Ja zu sagen zu dem, was jetzt gerade da ist. Ich widme besonders diesen Abend dem Licht, was jetzt gerade überall auf der Erde durchbricht. Und das mag, wenn du Nachrichten schaust, erst einmal seltsam klingen. Und für all diejenigen unter euch, die mich noch nicht kennen, ich bin kein Fantast. Ich sehe sehr wohl, dass an vielen Stellen dieser Welt und in vielen Einzelschicksalen dieser Welt gerade Dinge passieren, die uns scheinbar bedrohen, die uns Angst machen, die uns körperlich in Frage stellen, die aber auch tatsächlich unser ganzes soziales und wirtschaftliches Gefüge in Frage stellen. Ich weiß, dass viele, viele Menschen, die jetzt gerade hier zuschauen, Menschen aus unserem Netzwerk, direkt betroffen davon sind. Und ich spreche jetzt gerade nicht von einer Ausgangssperre, sondern ich rede zum Beispiel davon, dass dir in den letzten Tagen und Wochen dein Gehalt einfach weggebrochen ist, dass du vielleicht arbeitslos bist, dass du keine Aufträge mehr hast und dass etwas in dir natürlich jetzt gerade existenzielle Fragen stellt. Und dennoch möchte ich wiederholen, ich widme diesen Vortrag, diese Begegnung zwischen uns beiden, dem Licht, was jetzt gerade überall auf der Welt durchbricht. Denn meist ist es gerade kurz vor der Morgendämmerung noch mal so richtig dunkel. Und ich glaube zutiefst daran, dass wir gerade alle individuell, aber auch kollektiv eine Riesenchance haben. Ich widme diesen Vortrag dem Licht, was sich jetzt gerade in so vielen kleinen und großen Einzelaktionen zeigt. Zum Beispiel den Licht in all den Menschen im Gesundheitswesen, die gerade völlig selbstverständlich für uns da sind, die Urlaube abbrechen, die Doppelschichten fahren bis an den Rand ihrer Erschöpfung. Wenn das jetzt gerade einer von euch sieht, ich verneige mich wirklich zutiefst davor, was ihr jetzt gerade und überhaupt in unserem Leben leistet. Aber natürlich auch all die Menschen, die in anderen Berufen, die jetzt gerade davon betroffen sind und die Höchstleistungen bringen müssen, auch das ist Licht. Ich widme das dem Licht all dieser vielen kleinen, wunderschönen, mitfühlenden Gesten, die ich in den letzten Tagen im Internet beobachten durfte. Also Menschen, die ihren Mietern die Miete erlassen, Menschen, die einsamen Menschen anbieten, weißt du was, ich rufe einfach bei dir an, ich komme einfach vorbei, ich kaufe für dich ein. Also da zeigt sich gerade an ganz, ganz vielen Stellen, wie gut und wie groß der Mensch sein kann. Und natürlich gibt es auch die Sachen, die uns vielleicht erstmal die Nackenhaare sträuben lassen. Ja, Stichwort Klopapier, Hamsterkäufe etc. Aber ich hoffe, dass die Menschen, die jetzt gerade hier in diesem Video miteinander vereint sind, so ein Ticken größer sind und vielleicht auch mit Mitgefühl und mit Humor auf diejenigen sehen können, die jetzt an dieser Stelle vielleicht mehr Angst haben als wir. Ich widme diesen Abend besonders einer ganz speziellen Fähigkeit in dir, einer Fähigkeit deines Bewusstseins, in der dunkelsten Nacht Licht zu finden. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Also ich höre unglaublich verschiedene Stimmungen heraus, wenn ich zum Beispiel mit Freunden spreche oder wenn ich im Internet lausche. Es gibt Menschen, die sind gerade seelenruhig. Es gibt Menschen, da habe ich das Gefühl, die ignorieren gerade, was passiert. Die schweben so ein Stück drüber, die lassen sich noch nicht wirklich davon berühren. Es gibt aber auch viele Menschen, die gerade wirklich Angst haben, die gerade hektisch am Rotieren sind, weil ihnen ihre Existenz wegbricht.
Ich möchte dich heute Abend einladen, dich innerlich mit einer Fähigkeit deines Bewusstseins zu verbinden, die für mich zum Niederknien ist. Und du hast diese Fähigkeit ganz sicher schon erfahren. Die Fähigkeit, in einem Moment, wenn draußen der absolute Sturm ausbricht und wenn dir auf all die Fragen, die du hast, die bekannten Antworten ausgehen, die Fähigkeit, in so einem Moment still zu werden und dich auf das Licht in dir zu besinnen. Die Fähigkeit, wenn etwas gerade ganz dunkel ist in deinem Leben, innerlich eine Fackel anzuzünden und aus dieser scheinbaren Krise eine Riesenchance zu zaubern. Ich glaube wirklich daran, dass das gerade eine Riesenchance ist, weil ich einfach in meinem kleinen Leben noch nie erlebt habe, dass so viele Menschen, sehr wahrscheinlich so gut wie fast jeder Mensch, jetzt gerade gemeinsam ihren Geist auf ein Thema ausgerichtet haben. Und ich habe schon in meinem letzten Video gesagt, das Thema ist im Grunde genommen fast wurscht. Die spannende Frage ist, wie schauen wir auf dieses Thema? Schauen wir auf dieses Thema nach dem Motto, oh, das ist das Ende von allem, oder schauen wir auf dieses Thema und sagen, das ist ein Weckruf. Ein Weckruf für mich ganz persönlich, ein Weckruf für unsere Gesellschaft, ein Weckruf für die gesamte Menschheit. Und ich bin bereit, an meiner Stelle, da wo ich stehe, diese Herausforderung ernst zu nehmen und anzunehmen und zu feiern. So, wenn du mir heute Abend lauschst, bitte ich dich, mir nicht nebenbei zu lauschen. So, wenn du das Gefühl hast, du hast jetzt gerade vielleicht nicht den Nerv dafür, ja, hör dir das lieber später an. Weil das, was ich mit dir teile, macht auch auf einer rational-kognitiven Ebene hoffentlich richtig doll Sinn für dich und bringt sehr wahrscheinlich aus einer Metaperspektive noch mehr Verständnis für Krisendynamiken. Aber das, wonach ich eigentlich suche, ist der Klick in dir. Ist der Switch, den es braucht in unserem Mindset, in einem Moment, wenn vielleicht gerade alle um uns herum sagen, oh Gott, wir rasen den Berg runter, zu verstehen, nee, wir rasen nicht den Berg runter, sondern wir halten gerade inne und wir sind fähig, jetzt gerade zu erwachen und aus diesem Ding, aus diesem Schmelztiegel etwas Wundervolles zu formen. Und diesen Klick, den ich suche, ich sage mal psychoaktiv dazu. Der hat weniger etwas damit zu tun, dass du viel hörst. Ich wette, du hast in den letzten Tagen unglaublich viel konsumiert an Nachrichten, an Impulsen. Und da besteht die Gefahr, dass wir uns ganz viel reinziehen auf einer intellektuell informativen Ebene. Aber diesen tieferen Switch, also da, wo deine eigentliche Power liegt, diesen Drachen zu wecken, verpassen. Also möchte ich dich einladen, aus so einer Mischung zu lauschen von wach und gleichzeitig entspannt. Aus einer Mischung von schon neugierig, was der Typ zu sagen hat, und gleichzeitig aber vor allen Dingen nach innen lauschend, um dich daran zu erinnern, wer du eigentlich wirklich bist. So, du bist für mich kein kleiner Mensch. Du bist auch ein kleiner Mensch. Und dieser kleine Mensch ist genau wie der kleine Mensch verletzbar, der ist angreifbar. Aber ich komme von dem Punkt, dass du eigentlich etwas viel, viel Größeres bist. In dir wirkt Bewusstsein, was viel, viel älter ist. Und dieses Bewusstsein hat schon in so unzählig vielen Krisen bewiesen, dass es immer wieder das Licht finden wird. Und jetzt ist es Zeit, sich daran zu erinnern. Und deswegen möchte ich dich gerne einladen, als allererstes, diese Zeit auch als eine Riesenchance zu sehen. Ich weiß, dass es gerade Berufe gibt, die haben unglaublich viel zu tun. Ich weiß aber auch, dass viele Menschen gerade so ein bisschen frei am Rad drehen, weil sie zu Hause sitzen und jetzt vielleicht gerade so ein bisschen das Gefühl haben, okay, ich bin jetzt auf dem Abstellgleis. So, sieh es als eine Riesenchance innezuhalten, zum Beispiel wirklich Meditation zu lernen, vielleicht mit einem Kurs auf unserer Plattform. Sieh es als eine Riesenchance, dich zu fragen, was wollte ich denn eigentlich schon immer mal lernen und aufräumen in meinem Leben und es dann einfach zu tun. Das jetzt gerade ist für den Genius in dir eine Riesenchance. Also das, was, und das ist nicht zynisch gemeint, also was Menschen, die im Burnout erlebt haben und dann rausgenommen werden aus der Arbeit und plötzlich zur Ruhe kommen müssen, das erleben wir jetzt quasi gerade alle kollektiv.
Und ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, sondern etwas liebt uns so sehr, dass es das für uns möchte. Ein Hinweis, ein praktischer Hinweis, falls es bei dir noch nicht angekommen ist, wir senden gerade jeden Morgen um 9 Uhr auf unserer Plattform einen Live-Charger. Der besteht aus einem maximal 8 Minuten langen Impuls von mir und dann einer geführten Meditation. Der ist frei für euch alle und ich höre aus dem Feedback raus, dass er sehr gut ankommt. Ich freue mich total, dass jetzt bereits Unternehmen angefangen haben, den Live-Charger mit ihren ganzen Teams zu teilen, weil sie sagen, hey, wir brauchen irgendwas, was die Leute so richtig schön wieder auf das Licht und auf das Gute fokussiert. Also nutzt den einfach, der kommt jeden Morgen um 9 Uhr raus und ihr könnt auch jederzeit auf die Aufzeichnungen zurückgreifen. Noch ein Tipp, falls du es noch nicht weißt, wir haben auch eine Facebook-Gruppe, die explodiert gerade förmlich, da freue ich mich sehr, die heißt Homo Dei United. Da kannst du dich gerne einklinken, dort teilen wir wirklich im Stundentakt gute News mit dir, gute Links, informative Links, aber dort kriegst du zum Beispiel auch alle Informationen, wenn wir wiederum eine neue Dienstleistung für euch zur Verfügung stellen. So werden wir zum Beispiel in den kommenden Tagen eine Herzenshotline einrichten für Menschen, die zu Hause sind, die mit der Einsamkeit, mit dem Alleinsein nicht zurechtkommen. Die können dann bei dieser Telefonnummer anrufen und wir haben da wunderbare Menschen an der anderen Ecke, am anderen Ende sitzen, die für euch da sind. Noch ein Hinweis, wir werden heute Abend nach diesem Vortrag gleich einen Zoom-Call veranstalten. Da müsstest du den Link unter diesem Video finden. Das ist eine Einladung an all diejenigen, die sagen, ich möchte wirklich diese Krise richtig praktisch nutzen. Ich möchte auch an dem Kurs Krisenpower teilnehmen. Das ist eine Einladung von euch, zusammenzukommen. Michael Lukas, ein guter Freund und Partner von uns, wird euch durch einen Prozess durchführen, wird euch ein paar Fragen stellen, wird euch in Breakout-Sessions begleiten, sodass ihr die Möglichkeit habt, all das, was ich jetzt mit euch bespreche, dann sozusagen gleich praktisch anzuwenden und euch kennenzulernen und miteinander zu vernetzen. Gut. Ich möchte zum allererst über etwas reden, was ganz einfach ist, aber was dir sehr wahrscheinlich sehr helfen wird in diesen stürmischen Zeiten, wann immer du merkst, du hast Stress, ganz schnell herauszufinden, was dir helfen kann, wieder in dein inneres Wohl zu kommen. Vielleicht hast du schon festgestellt, dein Wohl, also das Gefühl, dass du am richtigen Platz bist und dass du okay bist und dass das Leben für dich okay ist, das ist nicht primär davon abhängig, dass im Außen alles gut läuft. Ich kenne Menschen, die haben alles und die fühlen sich trotzdem nicht wohl. Und dann gibt es Menschen, die haben Krebs und die fühlen sich wohl. Die haben vielleicht ganz wenig Geld, aber die fühlen sich wohl. So das, was ganz, ganz viele Menschen, also wir können sagen, hunderte Millionen von Menschen gerade verloren gegangen ist, ist dieses Gefühl von, ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut mit meinem Leben. Ich hatte davor vielleicht ein bisschen Stress, aber jetzt gerade ist es richtig doll. Und das, Leute, ist wichtig, relativ schnell anzuschauen, damit daraus nichts Chronisches wird. Das, was ich jetzt mit dir teile, heißt Salutogenese und das ist ein ganz einfaches Prinzip. Viele von euch werden das sehr wahrscheinlich kennen, aber es ist gut, sich daran zu erinnern. Es gibt drei Dinge, die ein menschlicher Geist braucht, um sich wohlzufühlen. Die erste Komponente ist, wir müssen verstehen, was gerade passiert. Und ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass wir nicht in der Lage sind, alles zu verstehen, was gerade passiert. Dafür sind die Zusammenhänge viel zu komplex. Ja? Und es gibt zwar immer wieder Versuche, das einzudampfen auf Schwarz-Weiß-Theorien, aber ich halte da nichts davon. So, wenn ich sage, du musst verstehen, was passiert, dann meine ich vor allen Dingen, du musst für dich einen guten Kontext dafür haben, was diese Krise für dich jetzt gerade bedeutet und warum du darin gelandet bist. So, darum wird es mir heute Abend geben. Ich möchte dir einen Blick auf Krisen vermitteln, der dir helfen kann, Verständnis zu entwickeln. Das Zweite, was wir brauchen, was ganz, ganz wichtig ist, wir müssen einen Sinn in dem Ganzen sehen. Viele Menschen, die einen Sinn in dieser Krise sehen, zum Beispiel, weil sie sagen, hey, das musste, irgendetwas musste passieren, haben jetzt eine zusätzliche Kraftquelle, um damit umzugehen. Aber wenn dir gerade dieser Sinn absolut verloren gegangen ist, wenn du dich einfach nur als ein Spielball der Dinge fühlst, dann löst das natürlich wahnsinnig viel Stress aus. So ein Aspekt des Kurses Krisenpower wird auch sein,
dir zu helfen, dich wieder viel, viel tiefer mit deinem persönlichen Sinn deiner Krise zu verbinden. Und nochmal, Krisenpower ist nicht nur ein Kurs für diese aktuelle Krise, sondern wir haben den gebaut für jede Krise deines Lebens. Vielleicht bist du jemand, der sagt, Corona geht mir gerade völlig am Arsch vorbei, ich habe gerade eine fette Beziehungskrise, dann ist das genauso relevant für dich. Und das dritte Element ist ganz, ganz wichtig, das ist Machbarkeit. So, das ist was, wo ganz, ganz viele Selbstständige oder Gastronomen, Künstler heutzutage ganz viel Stress haben, weil plötzlich ist das Geld nicht mehr da und da fehlt die Machbarkeit. Okay, wie soll ich meine Miete bezahlen? Woher soll ich Geld kriegen, wenn ich die Menschen, für die ich arbeite, nicht mehr treffen darf? Mein Anliegen mit Krisenpower ist, und das ist ein sehr ambitioniertes Anliegen, ich möchte dir einen Weg zeigen, wie du in der Krise, also während noch das Feuer tobt, wieder in einen Zustand von guter Machbarkeit kommst. Also wirklich das Gefühl hast, okay, du verstehst es macht Sinn und du weißt, was für dich zu tun ist. In diesem Augenblick wirst du dich wieder innerlich wohlfühlen. Und wenn du dich wohlfühlst, schüttest du weniger Stresshormone aus, mehr Kreativhormone und dann bist du in der Lage, mit dieser Krise gut umzugehen. Also herzlich willkommen zum Kurs Krisenpower, wie du den Sturm surfst. Ich habe 8 Lektionen für dich vorbereitet und es gibt noch 2, 3 kleine Extra-Lektionen. Die erste Lektion heute Abend heißt Verständnis und Ankommen. Wenn du dir mal die Mühe machst, jetzt so ein paar Leute um dich herum zu beobachten, wie die mit der Krise umgehen, dann wirst du feststellen, es gibt unglaublich viele Strategien, zu versuchen, nicht darin anzukommen und das Ganze irgendwie da draußen zu halten. Ich möchte dich heute Abend einladen, nochmal sehr bewusst in deiner persönlichen Krise anzukommen. Das wirklich sehr persönlich zu nehmen und voll anzukommen. Weil erst wenn du wirklich hier bist, wenn dein Bewusstsein voll in dem ankommt, was jetzt gerade hier ist, kannst du empfangen, was als nächstes kommen soll. Deswegen an der Stelle, um Verständnis zu entwickeln für dein Ankommen, nochmal ein Kurzüberblick über Chaosforschung. Ich bin beim letzten Video schon darauf eingegangen. Ich möchte es heute gerne nochmal aus einer etwas anderen Perspektive mit dir teilen. Jedes System sucht nach einem Gleichgewicht. Also das ist ein Lebensimperativ. Jedes kleine Pantoffeltierchen sucht nach einem Gleichgewicht. Jeder Grashalm sucht nach Gleichgewicht. Ein Mensch ist ein System und sucht nach Gleichgewicht. Aber auch deine Beziehung, zum Beispiel mit deinen Kindern, mit deiner Frau oder mit deinem Mann, ist ein System und sucht nach Gleichgewicht. Und wir wissen aus unserem Netzwerk, dass das bei vielen jetzt gerade ordentlich durcheinander gekommen ist, weil ihr plötzlich sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringt. So etwas, was sich Familien oft gewünscht haben, aber nicht auf diese Art und Weise. Chaos. So. Also all das sind Systeme. Unsere Gesellschaft ist ein System. Deine Company ist ein System. Und ich nehme jetzt einfach mal symbolisch für dein Lebenssystem ein Haus. Gleichgewicht bedeutet, dass die Energie, die reinfließt, also die Herausforderungen, die du tagtäglich hast, die Informationen, die du bekommst, die Fragen, Aufgaben etc., ungefähr gleich ist mit der Energie, die du wieder abgeben kannst. Zum Beispiel im Sinne von Machbarkeit. Ich kann diese Aufgaben bewältigen. Ich kann die alle umsetzen. So, wenn diese Energie gleichmäßig fließt, hast du ein Gleichgewicht oder auch Homöostase genannt. So, was jetzt gerade passiert, beziehungsweise eigentlich schon seit vielen Jahren passiert und uns jetzt sozusagen die Ohren fliegt, ist, dass das System Mensch, das System menschliche Gesellschaft immer mehr Energie bekommen hat und es nicht mehr geschafft hat, das zu lösen. Die Wirtschaft, das wissen wir seit vielen Jahren, bietet keine adäquate Lösung mehr für die Bedürfnisse des Menschen der heutigen Zeit. Unsere Beziehungsformen bieten keine adäquate Lösung. Unser soziales Zusammensein ist zu schwerfällig, ist nicht agil genug, die Unternehmen agieren nicht. Also das heißt, ganz, ganz viel Energie kommt rein, zum Beispiel durch Informationsflut, durch die Geschwindigkeit der ganzen Entwicklung und wir schaffen es nicht, das umzusetzen.
Das Ergebnis sind Systeme, die eigentlich seit vielen Jahren das Gefühl haben, ich tänzel an der Kante zum Kollaps. Und es kann gut sein, dass dich das genauso betrifft. Wenn du jetzt mal rückwärts schaust, dass du siehst, dass du vielleicht schon seit Jahren das Gefühl hattest, boah, ey, es geht einfach nicht mehr. So, wenn jetzt ganz, ganz viel Energie reinkommt, kommt das System zum sogenannten Bifurkationspunkt. Und Bifurkationspunkt bedeutet, es wird von der Entwicklung an eine Weggabelung getrieben. Und an dieser Weggabelung entscheidet sich, ob das System zerbricht oder ob es auf einer neuen Ebene neu geboren wird. Wenn es zerbricht, reden wir von Regression. Das ist eine Rückentwicklung. Eine Krankheit ist in einer gewissen Art und Weise eine Regression. Du kannst dich sicher erinnern, wenn du das letzte Mal richtig doll krank warst, du kannst nicht mehr richtig klar denken, du bist nicht mehr handlungsfähig, dein System geht eine Ebene runter. Wenn eine Beziehung zerbricht, ist es eine Regression. Wenn ein Beruf nicht mehr funktioniert, ist das eine Regression. So, das, wovor viele Menschen heute Angst haben, ist, dass diese Krise, die die meisten von uns lange Zeit gar nicht als persönliche Krise angesehen haben, sondern nach dem Motto, da kommt irgend so ein blöder Virus aus China, was habe ich damit zu tun? Aber dieser Virus ist ein, habe ich beim letzten Mal auch drüber gesprochen, ein schwarzer Schwan, also das Ereignis, das eigentlich unvorhergesehene Ereignis, auf das das gesamte System gewartet hat. Und jetzt gibt es Dominoeffekte, die jetzt bereits dazu führen, dass im Grunde genommen unsere gesamte Wirtschaft infiziert ist von dieser Welle. Und die Angst, die jetzt ganz, ganz viele Menschen haben, ist, fuck, mein System bricht auseinander. Die Chance, die du jetzt gerade hast, weil du an diesem Bifurkationspunkt stehst, ist, dass dein System, zum Beispiel dein Geist, dein ganzes Körper-Geist-System, aber auch zum Beispiel deine Familie oder dein Business-Team oder unsere gesamte Gesellschaft auf eine neue Ebene transformiert. Und das ist einer der Hauptgründe, warum ich gerade so vehement dieses Material rausbringe, weil ich hundertprozentig überzeugt davon bin, dass gerade ganz, ganz, ganz viele Geister an diesem Bifurkationspunkt stehen, sehr lernwillig sind und dass es jetzt diesen Switch braucht in Richtung Licht. Jetzt möchte ich dir dieselbe Entwicklung nochmal aus einer anderen Perspektive vorstellen und ich bitte dich, einfach mal zuzuhören und dir, wenn du magst, mit Zettel und Stift Notizen zu machen, wenn du merkst, aha, das kommt mir für mich vertraut vor. Also versuch mal das, was jetzt kommt, auf dich persönlich anzuwenden. Übrigens für alle, die da am Zoom-Call teilnehmen, da brauchst du auch Zettel und Stift, habe ich vergessen anzusagen. Jeder von uns, jedes System geht immer wieder durch Entwicklungsphasen durch. Die Phase, wenn dein System in einer Homöostase ist, nennen wir die Alpha-Phase. So, das sind die Phasen eines Lebens, wo du das Gefühl hast, ey, du hast alles gecheckt, du bist total im Flow, Checker, Checker, Checker. Das ist die Phase, wo wir wirklich so das Gefühl haben, hey, jetzt habe ich das Leben verstanden, jetzt flutscht alles, das ganze Universum steht auf meiner Seite, jetzt bekomme ich endlich die Ernte von dem, was ich davor die ganze Zeit geleistet habe. Niemand von uns ist scharf darauf, dass die Alpha-Phase vorbeigeht. Aber hier kommt das Problem, Leute. Gerade all der Erfolg oder auch zum Beispiel all das, was wir entwickeln in einer Alpha-Phase, sorgt im Prinzip schon also für die nächste Veränderung. Okay? Wir bleiben eben nicht stehen, sondern wir wachsen, wir entwickeln uns, wir werden komplexer. Und so kommt unweigerlich als nächstes wieder eine sogenannte Beta-Phase. Und eine Beta-Phase ist eine Phase in deinem Leben, wo die Energie nicht mehr wirklich voll kanalisiert wird. Und diese Phase kann sich interessanterweise manchmal über Jahre hinstrecken. So viele Menschen haben in ihrer Arbeit lange, lange Zeit, weil wir auch tapfer sind,
Beta-Phasen ausgehalten, also dieses Gefühl von, eigentlich stimmt nicht mehr alles, okay? Aber ich muss, ich halte durch. Oder in Beziehungen kennst du das vielleicht auch, du hast das Gefühl, boah, irgendwie ist die Beziehung eng, die erfüllt dich nicht mehr richtig. Irgendwas stimmt nicht, aber du kriegst es noch nicht wirklich zu greifen und vor allen Dingen, du willst es gar nicht greifen, weil du möchtest eigentlich gern an diesem Alpha festhalten. So, das ist das Problem vom Beta. Warum begreifen Menschen nicht das Ausmaß der Umweltkrise? Weil sie im Grunde genommen noch an dem Reichtum und Überfluss von Alpha festhängen und die Enge, die gerade da ist, die Zeichen, die von allen Seiten auf uns eindrischen, nicht wirklich wahrhaben wollen. Bis auf wenige Ausnahmen, die Alarmzeichen sehen und die sagen, Leute, wir sind schon gar nicht mehr im Beta, versuchen die meisten im Beta die Augen zu verschließen. Das wird für dich, wenn du an dem Kurs Krisenpower teilnimmst, ganz, ganz wichtig sein, weil du kannst diese Krise nur effektiv nutzen, wenn du sie total persönlich nimmst. Und wenn du sagst, ja, das betrifft gerade alle anderen auch, aber diese Krise kommt gerade in mein Leben, weil ich in bestimmten Bereichen meines Lebens in der Beta-Phase bestimmte Erkenntnisse nicht wirklich umgesetzt habe. Es gibt in diesem Leben keinen Zufall und irgendwo in deinem Leben bist du Kompromisse eingegangen. Irgendwo in deinem Leben hast du dich nicht richtig um deinen Körper gekümmert. Irgendwo in deinem Leben hast du Werte, die dir total wichtig waren, missachtet. Bist du über deine Grenzen weggekommen? So, das machen wir in der sogenannten Beta-Phase. Okay? So. Und es wird enger und es wird enger und es wird enger. Und der Mensch ist tapfer und versucht, das auszusitzen und zu tarieren, so wie zum Beispiel auch Unternehmen das lange, lange Zeit gemacht haben. Und dann macht es Bäm. Und wir rutschen in die Gamma-Phase. Also das, was wir jetzt gerade erleben, ist Gamma. Gamma ist Chaos. Und wenn du in deinem Leben schon mal Gamma erlebt hast, dann weißt du, das ist eine Mischung aus Katastrophe und Erleichterung. Katastrophe, weil Gamma fetzt dir einfach deine Sicherheit unterm Hintern weg. Erleichterung, weil etwas in dir die ganze Zeit in der Beta-Phase wusste, das muss kommen, das muss kommen, das muss kommen und du weißt, bam, jetzt ist es da. So, das ist das, was gerade passiert. In ganz, ganz vielen Einzelfamilien, Einzelschicksalen, aber eben auch in der Gesellschaft, es knallt uns durcheinander. Und ja, es kam aus einer Ecke, aus der niemand damit gerechnet hat, aber das, der Auslöser ist fast scheißegal. So, das ist Gamma. Und wenn wir Gamma, also wenn du schon mal so richtig am Boden warst, wenn du das erlebt hast, zum Beispiel in einem Konkurs, in einer schweren Krankheit, ja, oder in der Sucht, wenn du richtig auf dem Boden aufschlägst, kommt irgendwann wieder eine Delta-Phase. Delta heißt Aufschwung. Delta heißt, okay, du begreifst es, worum es geht und du kooperierst und du gehst hoch und du transformierst auf der nächsten Ebene. So, Sinn von Krisenpower ist es, dich dabei zu unterstützen, möglichst nicht chronisch im Gamma hängen zu bleiben, sondern zu sagen, ich nutze das Ding, um ins Delta zu gehen. Was es dazu braucht, ist deine Bereitschaft, mit Chaos zu kooperieren. Also das, was wir Chaos nennen, den besten Satz, den ich je dazu gehört habe, ist von meinem Chaos-Lehrer. Der hat gesagt, Veit, das, was Menschen Chaos nennen, ist eine Ordnung höherer Natur, die wir im Augenblick noch nicht verstehen. So, das, was wir gerade als Chaos erleben, ist nicht wirklich Chaos, sondern es bahnt sich eine neue Ordnung an. Das, was ein Baby erlebt, wenn es im Mutterleib ist und es wird dunkel und es wird eng und es wird blutig und es wird schleimig, ist gefühlt Chaos, aber tatsächlich ist es die Vorstufe einer neuen Evolution. Was braucht es dafür? Es braucht erstens deine Bereitschaft, jetzt richtig weich zu bleiben. Okay? Niemand ist damit geholfen, wenn du jetzt gerade einen auf Chaka-Chaka machst. Und das möchte ich hier an der Stelle ausdrücklich betonen. Mein Interesse mit Krisenpower ist es nicht, so zu tun, als wenn die Scheiße nicht am Dampfen wäre. Mein Interesse ist es nicht,
dich über deine Gefühle, wenn du zum Beispiel Angst hast oder Wut, hinweggleiten zu lassen, sondern es gibt eine Möglichkeit, wirklich wie Wasser mit dem Prozess mitzugehen und trotzdem den Fokus auf dem zu halten, wo du hin willst. Weich bleiben. Und gleichzeitig den Schwung nutzen, weil das, was gerade passiert, ich glaube, das kann jeder von uns spüren, das ist ja eine immense Energie, die da freigesetzt wird. Und diese Energie, boom, jetzt zu nutzen für das, was in deinem Leben wirklich wichtig ist, für deine existenziellen Fragen, für deine wirtschaftlichen Fragen, aber auch zum Beispiel für deine Beziehungsfragen. Wo setzt Krisenpower an? Ich glaube zutiefst daran, dass es nicht die Umstände sind, die einen Menschen ausmachen, sondern es ist das Mindset eines Menschen. Was meine ich mit Mindset? Mindset ist die Art und Weise, wie du das, was von außen passiert, verarbeitest. Warum gibt es Menschen, die selbst in der größten Dunkelheit Licht sehen? Warum gibt es Menschen, die Konkurs gehen und aus diesem Konkurs ein neues Unternehmen aufbauen, was noch erfolgreicher ist? Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die selbst, wenn die Sonne strahlt, immer noch sehen, dass da eine Wolke ist und sich davon deprimieren lassen. Oder zum Beispiel in so einer Situation, in der wir jetzt gerade sind, einfach nur panisch in den Abgrund schauen und mit den Lemmingen mitmarschieren, anstatt zu sagen, das ist jetzt eigentlich gerade eine Chance. So während jetzt gerade viele Menschen einfach vor der Glotze sitzen und denken, Krise, 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 gibt es jetzt bereits Gewinner dieser Krise. Und ich will nicht sagen, dass die immer alle integer sind. Aber du hast die Möglichkeit, ein Gewinner, eine Gewinnerin dieser Krise zu sein, wenn du mit ihr kooperierst. Und dafür brauchst du ein ganz bestimmtes Mindset und darum geht es in Krisenpower. Die Art und Weise, wie du das, was von außen kommt, verarbeitest, zu deinem Wohl zu verändern. Um eben nicht in der Krise abwärts zu marschieren, sondern ich nenne das azyklisches Wachstum in der Krise jetzt gerade zu sagen, okay, jetzt weißt du was, Leben, jetzt will ich es wirklich wissen. Ja, du forderst mich heraus. Ja, du nimmst mir eine Menge Sachen weg. Danke für die Herausforderung, ich nehme die an. Du kannst als Boxer auf die Knie gehen und kannst sagen, oh, ich bin geschlagen worden, ich gebe auf. Oder du kannst sagen, das ist mein Weckruf. Und darum geht es in dieser Zeit. Ganz kurz zum Inhalt von Krisenpower. Nochmal, es sind 8 Lektionen. Es wird zum einen darum gehen, dich erst einmal einzuladen mit dem heutigen Abend, mit der Meditation und mit den Fragen, die du gleich von mir bekommst, hier in der Gegenwart anzukommen. Niemand ist damit geholfen, auch dir nicht, wenn du jetzt hektisch wirst. Wenn du denkst, oh Gott, ich muss jetzt gleich ganz viel tun. Diese Schnellschüsse gehen meist nach hinten los. Wir werden uns in der morgigen Lektion mit deiner Fähigkeit beschäftigen, 100%ig Verantwortung zu übernehmen. Und zwar völlig egal, woher dieser Virus kommt. Völlig egal, wie unsere Regierung agiert. 100%ig Verantwortung für deine Krise zu übernehmen. Und ich werde dir morgen ein ganz einfaches Tool zeigen, wie du das, was in deinem Leben gerade passiert, analysieren kannst. Weil mir geht es darum, dass du nicht losrennst mit ein paar rosaroten Affirmationen und sagst, es wird schon alles gut, sondern dass du erwachsen hinschaust und dir genau anschaust, okay, das ist der Stand meines Systems in der Krise. Als nächstes aktivieren wir innere Kraftquellen von dir. Das ist ganz wichtig. Außerordentliche Situationen erfordern außerordentliche Kraftquellen. Gute Nachricht ist, du sitzt auf so einem Pott von Kraft, den du sehr wahrscheinlich so in dieser Art noch nie aktiviert hast. Und eines der größten Geschenke einer Krise ist, uns zu zeigen, wie mächtig wir wirklich sind. Dann möchte ich dir etwas beibringen. Ich liebe das. Das ist paradoxes Denken. Schau, die Logik, die antrainierte Logik, lässt dich jetzt gerade einfach nur eine ganz bestimmte Richtung schauen. Und die Gefahr besteht darin, weil alle anderen auch in diese Richtung denken, auf diese Art und Weise argumentieren, dass du zum Beispiel, wenn du gerade pleite bist, einfach nur in diese Richtung denken, fühlen, handeln kannst.
Ich möchte dir beibringen, wie du paradox denkst, in Gegensätzen denkst, was deinem Mind sozusagen sprengt hier oben und dir Lösungsmöglichkeiten aufzeigen wird, die ganze Zeit da waren, aber an die du natürlich nicht rankommst, wenn du nur Tunnel denkst. Ich möchte dir queres und kreatives Denken beibringen. Wie kommt man aus einer geistigen Sackgasse raus? So, das ist kein Hokuspokus, das kann jeder von uns lernen. Weiter, ganz, ganz wichtig, ich möchte dir Methoden zeigen, wie du mit Angst und mit Stress umgehen kannst. Nochmal, Helden fühlen ihre Angst. Sie integrieren ihre Angst, sie unterdrücken sie nicht. Ich werde dir zeigen, wie du frei träumen kannst. Und damit meine ich nicht abspacen, sondern frei träumen heißt, gerade jetzt zu sagen, bitte, liebes Leben, öffne mich für eine richtig große Vision von dem, was jetzt kommen soll. Ich möchte dir zeigen, wie du zum Connector werden kannst. Das heißt, gerade jetzt die richtigen Leute zu finden, mit denen du gute Sachen auf die Beine stellen kannst. Und ganz, ganz wichtig, ich möchte mit dir deine Fähigkeit trainieren, zuzupacken und in die Aktion zu gehen. Weil was die meisten Menschen machen, und das ist vielleicht die schädlichste Komponente dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Verlierer-Mindset, ist in einem Moment, wenn du Angst bekommst, wenn es weh tut, wenn dir die Fälle davon schwimmen, gar nichts mehr zu machen. Vielleicht sogar zu denken, was du machen könntest, während andere Leute gerade in dieser Situation zupacken und in die Aktion gehen. Ganz, ganz wichtig. Und ich möchte mit euch eine Extra-Lektion teilen, nur für Selbstständige, für Kleinunternehmer, für Künstler, für Coaches, für Therapeuten, also für all die Menschen, die das jetzt gerade betrifft und die sagen, ey Veit, ich habe gerade wirklich ein richtig konkretes Problem, weil mein Business ist im Grunde genommen auf Null zusammengebrochen. Ich verspreche dir definitiv keine Wunderheilung, aber ich möchte mit dir einfach ein paar praktische Ansätze teilen, die du jetzt hier an dieser Stelle sofort umsetzen kannst. Nochmal das Ganze in Zahlen. Wir werden das 8 Tage lang machen, das heißt bis zum kommenden Sonntag. Es wird 10 Lektionen geben. Es wird immer Videos geben. Es wird hin und wieder ein PDF geben. Es wird Meditationen geben, die dir helfen, das wirklich zu integrieren. Und wir werden euch miteinander vernetzen. Das beginnt bereits heute Abend. Teilnehmen kannst du, wenn du hier auf Homodea bei uns angemeldet bist. Für alle, die noch nicht Homodea-Mitglieder sind, das Ganze kostet 14,90 Euro. Und ich möchte an der Gelegenheit einfach mal diesen Aspekt ansprechen, weil ich bin in den letzten Tagen 2-3 Mal gefragt worden, könnt ihr jetzt nicht in dieser Zeit alles kostenlos anbieten? Liebe Leute, wir blasen gerade so viel kostenlos raus. Und bitte habt auf dem Schirm, dass hier auf dieser Seite nicht nur der Veit vor der Kamera steht, sondern wir sind Pi mal Daumen 20 Menschen, die alle auch gut durch diese Krise durchkommen möchten. Und 14,90 Euro, ich verstehe, dass selbst jetzt das für manchen wirklich eine Summe ist, aber ich glaube, das ist machbar und du bekommst nicht nur Krisenpower dafür, sondern bekommst 40 andere Kurse, fast 1000 Videos und über 100 Meditationen. Und ich möchte die Gelegenheit gerne nutzen, all denjenigen, die bereits auf Homodea sind und die uns in den letzten Tagen so viel Zuspruch gegeben haben, ein fettes, fettes Dankeschön rüberkommen zu lassen, weil euer Zuspruch und auch euer finanzieller Beitrag ermöglicht es uns gerade, so schnell zu agieren und so viel wertvolles Material für viele Menschen herauszubringen. Zur heutigen Lektion ist mir eine Sache ganz wichtig. Warum ist Ankommen so bedeutsam in deinem Prozess? Schau, dafür habe ich dir eine Kurve mitgebracht, die geht auf Elisabeth Kübler-Ross zurück, die bekannte Sterbeforscherin. Und sie hat sich ganz, ganz viel damit beschäftigt, wie Menschen auf die Information, dass sie bald sterben werden, reagieren. Und diese Kurve kannst du tatsächlich auf jedes überraschende negative Ereignis anwenden. Also was die meisten Menschen machen, ist, wenn sie so etwas hören, sie gehen erst einmal in die Leugnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich auch gemacht. Also als ich
ich glaube, vor 8 Wochen das erste Mal, dass du bei mir aufgetaucht bist mit dem Virus in China und die ersten Stimmen laut geworden sind, ja, was ist, wenn das hier rüberkommt? Da habe ich noch gedacht, ja, ist ja kein Problem, wir waschen uns die Hände, das geht schon vorbei. So viele Menschen haben bis vor ein paar Tagen das Ding nicht ernst genommen. Manche Menschen sehr wahrscheinlich jetzt schon. Es ist übrigens auch eine Form von Leugnung, wenn du an so einer Stelle in so eine dissoziierte spirituelle Perspektive gehst. So nach dem Motto, boah, das wird schon alles. So, wenn du merkst, dass du in diesen Tagen so eine unnatürliche, positive Anspannung hast, ich will dir die bitte nicht ausreden, okay? Und dennoch lade ich dich ein, einfach mal reinzulauschen, ob es sein kann, dass du noch leugnest, was dieses Ding für Konsequenzen für dich haben wird oder zumindest haben kann. So nach der Leugnung kommt bei sehr vielen Menschen die Wut. Und es ist fast scheißegal, worauf sich die Wut richtet. So manche von uns sind gerade wütend über die Hamsterkäufer. Andere sind wütend über die Regierung. Andere wiederum sind wütend über ganz bestimmte dunkle Mächte, die jetzt gerade dieses Virus hervorgebracht haben. Also Wut nach außen gerichtet ist auch immer noch eine Leugnung. Wenn wir dann so ankommen, also wenn wir anfangen zu realisieren, fuck, diese Krise hat echt was mit mir zu tun, kommt die Phase der Verhandlung. Phase der Verhandlung ist meist, wo wir denken, ah, es wird schon nicht so schlimm und hey, Leben, können wir nicht einen Deal machen? Ich verspreche dir das, du versprichst mir das. Also es ist die Phase, wo wir so, also oft sehr hektisch agieren, ja, wo wir ganz oft versuchen, einfach mit so ein paar Schnellschusslösungen das noch in Ordnung zu bringen, wo wir vielleicht auch, wenn wir an Gott glauben, mit Gott reden und sagen, pass auf, lieber Gott, ja, ich habe gesündigt und ich verspreche dir, ich werde jetzt immer lieb sein, kannst du das für mich nochmal richten? Und die letzte Phase, also wenn wir sozusagen voll ankommen, wenn wir vielleicht auch realisieren, was es für uns bedeutet, was es für unser Business bedeuten kann, ist die Phase der Depression. Depression heißt, boah, ich komme voll drauf an, ich werde vielleicht traurig, ich werde hilflos, ich werde ohnmächtig. Ich weiß einfach nicht weiter, ich kollabiere. Und ich möchte dich heute gern in unsere ersten Lektion einladen, einmal ganz bewusst im Nachhinein, vielleicht zum Beispiel morgen im Laufe des Tages, dir das Video nochmal anzuschauen und einfach diese einzelnen Phasen durchzugehen und dich zu fragen, wo erlebst du gerade was? Bist du gerade jemand, der leugnet, was passiert? Der leugnet, was es für dich bedeutet? Bist du jemand, der sich gerade sehr viel mit Wut aufhält? Ja? Im Netz gibt es zum Beispiel sehr wütende Diskussionen zwischen Vertretern verschiedener Informationsquellen. Du bist doof, nein, du bist doof. Auch das ist eine Form von Verleugnung. Bist du jemand, der gerade am Verhandeln ist? Oder bist du gerade an dem Punkt, wo du in dich kollabierst und kurz davor bist, aufzugeben? Ich möchte dich einladen, mutig zu sein und das erstmal alles einfach zu akzeptieren. Bitte gönne dir den Luxus. Bis wir uns morgen Abend wiedersehen, nichts verändern zu müssen. Gönne dir den Luxus, scheiße drauf sein zu dürfen. Gönne dir den Luxus, Angst zu haben. Gönne dir den Luxus, wütend zu sein. Gönne dir den Luxus, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir erstmal ankommen. Und es kann durchaus sein, dass wir in einer Krise mehrere Male diesen Prozess durchlaufen, weil uns immer wieder eine noch tiefere Schicht bewusst wird. Es kann zum Beispiel gut sein, dass wir als Gesellschaft, wenn dieses ganze Corona-Ding halbwegs durch ist, plötzlich erstmal nochmal richtig realisieren, was das Ganze wirtschaftlich bedeutet und was das wiederum menschlich, gesellschaftlich, sozial bedeutet, dass es dann nochmal so eine Phase gibt. So je eher du mitbekommst, wenn du kämpfst, umso schneller kannst du durch diese Phasen durchlaufen. Manchmal vielleicht an einem Tag mehrere Male, bis du das Gefühl hast,
Okay. Volltreffer. Du hast mich erwischt, Leben. Ich gebe auf. Also, erste Aufgabe in unserem Kurs Krisenpower ist ganz, ganz einfach. Komm einfach richtig an. Ich weiß nicht, ob du Nachrichten schaust oder nicht. Die Gefahr, wenn man Nachrichten sieht aus der Welt, aus anderen Städten, ist, dass man denkt, boah, das passiert da draußen. So, ich möchte dich einladen, heute einfach in dieser Krise anzukommen und zu sagen, das ist meine Krise. Das ist meine Krise und sie hat mich voll getroffen. Ich komme jetzt an. Ich muss heute noch nichts verändern. Ich komme einfach an. Ich muss nicht dagegen kämpfen. Und ich bitte dich, dir eine Art Tagebuch zuzulegen für unsere gemeinsame Krisenpowerzeit und jetzt damit zu beginnen, dass du erstmal einfach nur aufschreibst, was da ist. Ganz ehrlich, wenn da gute Gedanken sind, sind gute Gedanken. Wenn du wütend bist, schreib auf wütend. Wenn du einfach denkst, ey, ich weiß es nicht, ich habe Angst, dann schreib auf, ich weiß es nicht, ich habe Angst. Schreib alle deine Fragen auf. Ich weiß nicht, wie es mit der Miete weitergeht. Ich habe Angst davor, dass ich diesen Job nie wieder so ausführen kann. Ich habe Angst davor, ob meine Klienten, wenn ich wieder mit ihnen Kontakt aufnehmen kann, überhaupt noch da sind. Schreib es alles auf. Erlaub dir, alles zu fühlen. In dem Augenblick, wenn du dir erlaubst, wirklich alles sein zu lassen, passiert was ganz, ganz Mächtiges. So dein Bewusstsein, damit werden wir uns viel beschäftigen, mit deinem ominösen, mächtigen, unbegrenzten Bewusstsein, braucht deine Erlaubnis, um hier anzukommen. Tief durchatmen und hier ankommen. Solange du gegen das kämpfst, was jetzt gerade da ist, schwirrt dein Bewusstsein, ist dein Bewusstsein quasi zersplittert, weiß es nicht, was es machen soll. Kämpft zum Teil gegen sich selbst. Wenn du dir erlaubst, voll hier anzukommen, kommt dein Bewusstsein voll hier an. Und dein Bewusstsein ist eine unermesslich intelligente Kraft. Dein Bewusstsein hat jetzt bereits Kontakt zu Tausenden von Lösungsmöglichkeiten für deine Probleme, die du jetzt im Augenblick noch nicht bewusst wahrnimmst. Aber du kannst diese neuen Lösungsmöglichkeiten nur empfangen, wenn du da bist. Also möchte ich dich und uns alle einladen, Krisenpower damit zu beginnen, so mutig zu sein, da zu sein. Und dem dient die folgende Meditation. So, ich möchte dich von Herzen einladen, mit mir zusammen einfach anzukommen. Und dazu gehe ich jetzt gleich in die Meditationskabine und ich lade dich ein, dir schon mal einen Platz zu suchen. Und hier nochmal der Hinweis, unmittelbar nach der Meditation gibt es für euch die Möglichkeit, in dem Zoom-Call miteinander zu sprechen, euch kennenzulernen, zu reflektieren, was jetzt bereits passiert ist und euch miteinander zu vernetzen. Ich bete darum, und um zu beten, müssen wir nicht religiös sein. Ich bete darum, dass diese Krise dazu führt, dass Millionen von Seelen erwachen. Ich bete darum, dass diese Krise in deinem Leben ein Ereignis sein wird, auf das du möglichst bald zurückschauen wirst und sagen wirst, das war meine zweite Geburt. Danke, dass du das gerade siehst und ich wünsche dir von Herzen, dass du dich in dieser Zeit daran erinnerst, dass etwas in dir unbegrenzt ist, unsterblich ist und alles meistern wird. Bis gleich in der Meditation.